Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks, zu Herr Lernt Lights. Nachdem wir letzte Woche ja den LP-432 angeschaut haben, versuche ich es heute mal mit dem Tech Tree Light bei den Russen-Sowjets. Wir bekommen hier ein recht durchschnittliches Fahrzeug, was aber bei den Durchschlagswerten und beim Tarnwert ein bisschen negativ auffällt. Der Tarnwert ist nur ein Ticken besser als der von einem Bulldog. Und ja, da muss man nicht groß überreden. Ansonsten ein sehr durchschnittliches Fahrzeug. Ich suche gerade noch die Gun Depression. Leider nur 5 Grad. Da habe ich sie gefunden bei Tanks GG. Und wir gucken mal, was ich hier machen kann. Die Map, nachdem sie überarbeitet wurde hier, Airfield, tue ich mich noch ein bisschen schwer, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ja, schauen wir mal. Da machen wir eine 07 auf. Wir machen eine 12-Tonner Badget auf, wir machen einen Burask auf und sind dann erstmal selber offen. Und niemand ist jetzt so richtig hier, um da drauf zu schießen. Hallo Artillerie, es freut mich, dass du dich für mich interessierst. So, wir sollten mittlerweile wieder zu sein. Oh, hallo Lorraine. Die macht mich aber nicht auf. Das finde ich schon mal nett. Darauf zu schießen wäre natürlich jetzt Blödsinn. Da kommen auch schon die Blindshots. Müssen wir jetzt erstmal hier ein bisschen Geduld haben. Die Frage ist auch, ob dieser Spot hier überhaupt so sinnvoll ist für Scouts. Oder ob man nicht lieber... Ja, vergeude mal deine Schüsse. Ob man nicht doch lieber über die Halbinsel fährt. Ja, okay, sie blindet hier weiter rein. Sie blindet beide Büsche. Dann machen wir sie wieder auf. Die Arti schießt hier hoch. Ja, die Lorraine kann im Moment niemand treffen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Und wirklich Spotting haben wir bis jetzt auch noch nicht bekommen. Außer, dass wir halt ein paar Fahrzeuge aufgemacht haben. Das ist natürlich nicht so wirklich befriedigend. Da ist ein KV-4. Haben wir den aufgemacht? Könnte sein. Der Burask. Da ist unsere Freundin, die Lorraine, wieder. Warum? War aber echt. Aha, okay. Ja, genau. Ist eine gute Idee, jetzt hier wegzufahren, ne? Und dann irgendwie der Badget und dem Kampfpanzer und dem Burask hier das Feld zu überlassen. Ich glaube nicht, dass das unbedingt eine gute Idee ist. Aber zugegebenermaßen haben wir bis jetzt auch nicht wirklich viel hier erreicht. Komme ich an den Burask ran? Nee. Ist halt nicht meiner Sichtlinie. Ja, da gönnen wir uns mal einen Schuss. Jetzt gehen wir natürlich auf. Mal gucken, ob die Art hier uns wieder gerne hat. Ne, bisher nicht. Was macht die 12-Tonner? Kriegt von der Arti eine verpellt, dass sie auf Unterdrückung geht. Ach, guck mal, Udes. Jetzt. So. Ja, Udes, ich meine, ob das jetzt eine gute Idee war. Ich komme da jetzt jedenfalls nicht vorne mit ran. Oh, kann die pressen. Aber ich kriege natürlich auch kein Spotting jetzt hier mehr, weil der jetzt Proxy das ganze Spotting abfarmt. Der Kampfpanzer ist halt noch dahinter und irgendwo... Ne, warte mal, das war dann eigentlich alles. Burask ist tot. Komm, wir versuchen es einfach mal. Hallo. HE tut weh, ne? Okay, da geht die Badget raus. Den Schuss vom Kampfpanzer hätten wir uns jetzt gar nicht fangen müssen. Ich versuch's mal unten rum. Jetzt werden wir bestimmt gleich von der 103. Wow, was war das denn? Geh weg, 130er. Ich will nicht mit dir spielen.
So, irgendwo ist noch ein Stritzwagen. Der guckt. Wieso guckt denn der in meine Richtung? Ah, der sollte in den Turm gehen. Verdammt. Ja, Alpha ist natürlich überschaubar, aber das ist jetzt eigentlich ein typisches Leitproblem. Und jetzt hier, ja gut, hätten wir gar keine APC an der Turmseite gebraucht, aber egal. Wir gönnen uns den Schaden noch. Jetzt die Frage, wo ist der ISM? Und wo ist die Artillerie? Spotting haben wir jetzt. Da ist die Artillerie. Fräulein, war das etwa eine AP-Granate? Willst du mich etwa gerne haben? Die ging dann wohl leider vorbei. Jetzt ist nur die Frage, wo der ISM ist. Der steht dort. So, gönnen wir uns die Arti noch. Wow. Hat die Granate wieder schön verzogen. Und wir kriegen den Kill immerhin noch. Ja, 3 Kills. 1400 Damage, aber kein einziger Spot. Das ist halt an dem Punkt da oben, frage ich mich tatsächlich, ob das für ein Light so super geil ist. Wir haben halt einen First Spot gemacht. Wir wussten, was da steht. Das liefert halt unserem Team natürlich auch Informationen. Aber so ein richtiges Spotting, dass man dann Spotschaden dort sammeln kann, ist das, glaube ich, nicht so richtig. Aber ich lasse mich gerne korrigieren. Ich glaube, da haben sie Flugplatz ein bisschen, naja, spot-unfreundlicher will ich jetzt nicht sagen. Aber vielleicht haben wir auch einfach noch Pech gehabt. Aber hey, 1400 Damage, 3 Kills, 825 Base ist jetzt keine komplett Reinfallrunde. Wir hätten uns, glaube ich, die Turmseite vom KV4 auch nicht unbedingt mit Premium beschießen müssen. Aber die Standard-Pen von gerade mal 170 ist auch im Light-8er-Vergleich echt schlecht. Das sollte man bedenken. Insgesamt aber jetzt auch keine komplett blöde Runde. Und wir werfen mal einen Blick in eine zweite Runde. Vielleicht wird es da noch ein bisschen besser. Jo, zweite Runde. Das ist Klippe und da tue ich mich immer sehr schwer als leichter Panzer. Der Gegner hat 276er, wir haben 176er. IS-5, Skoda, E-5 Tiger 2 bei uns. Zwei ELC IWE 90 auch noch mit hier reingematcht. Plus ein Burask. Ja, okay. Das heißt, es sind hier 4 Panzer, die potenziell richtig gut spotten können. Was mache ich denn jetzt hier? Ich fühle mich so überflüssig bei diesem Matchmaking. Zumal auf dieser Karte man keine 4 Lights braucht. Also 3 höchstens. Aber 4? Wofür? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, der Boras geht cappen. Ach du Scheiße. Hallo. Ja, fahr du mal hoch. Ja, ich bin auch offen. Okay. Ach, du liebes Hühnchen, das, Oh, big shit. So, kommen die da reingefahren? Das war jetzt echt praktisch, dass der mir da, den Baum umgelegt hat. Deswegen bin ich nicht aufgegangen. So, jetzt noch in den Donut zu kommen, wird schwer. Beziehungsweise, jo, das ist im Grunde unmöglich. Ach, du lieber Himmel. Ich find's schon geil, was der Borassa macht, muss ich schon zugeben. Der gegnerische Burast spielt das auf jeden Fall um Längen schlauer. Und ganz im Ernst, ich habe keinen Plan, was ich hier tun soll. Wow, yo. Ach du Scheiße, der ist ja auch schon da oben. Fuck it. Yo.
Würde mich nicht wundern, wenn der aus der Mitte jetzt trifft. Der rüsselt doch schon in meine Richtung. Was? Ja, hey, wir bekommen 77 Spotting. Ja. Durch wen auch immer. Ach, durch ihn da oben. Ja, hallo. Der AMBT? Oh, fuck. Arti, vielleicht schießt du mal auf den Prosciutto oder so. Wo hat denn der AMBT da aus der Mitte auf mich geschossen? Mit der Kanone hat er getroffen. Nicht schlecht. Yes. War zwar jetzt nicht mein Spotting, aber hey, immerhin. Aber ich finde immer noch geil, was unser Buras da oben macht. Ich meine, ich bin auch keine wirkliche Hilfe hier. Ich bin auf dieser Map mit so viel Heavies und so viel Lights maximal überfordert, muss ich zugeben. Ich suche hier meine Rolle tatsächlich sehr und weiß nicht, wo ich sie finden soll. Aber der Buras als TD, das ist mein Highlight in der Runde, muss ich wirklich zugeben. So, die Lorraine fährt jetzt vor. Das Problem ist... Ja, genau, das Problem ist er. Ja, komm, Tiger. Vielleicht wollen wir da mal gemeinsam ran. Jo. Oh, fuck. Hello from the other side. Da ist ein ELC. Der macht mich auf. Aha. Hallo Artillerie. Ja, genau. Ach, guck mal, wer da ist. Wow. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ja, es war schön mit euch. Das ist jetzt, ja, hallo Tiger, vielleicht kommst du... Ach so, ja, alles klar. Sie haben die Seeschlitze getroffen. Jo, genau. Ja, ich meine. Oh, oh, wow. Alter, was ist mit dem. Oh, Alter, was ist mit dem Buras denn falsch? Also, der. Also, okay, okay, Oh, wow. Also. Jemand, der im Buras auf einer TD-Position steht und danach sich im Chat auch noch richtig daneben benimmt, da kann ich. Also, da hört's einfach auf. Da fehlt tatsächlich der Respekt dann auch von meiner Seite vollständig. Ja, war eine richtig gute Runde. Wir machen wahnsinnige 357 Damage. Wir machen wahnsinnige 272 Spot. Werden belohnt mit knapp 38.000 Credits minus. Und ich würde sagen, wir schauen mal noch in die dritte Runde. Es kann eigentlich noch besser werden. Also eigentlich müsste jetzt Kloster oder Tundra kommen. Alternativ chinesische Mauer wäre auch noch eine Möglichkeit. Gucken wir mal. Haha, ich habe Minen vergessen. was haben die Gegner denn? Die haben Burask, Even, aber der Even ist nicht wirklich schnell. Kampfpanzer. Ach komm, scheiß drauf. Wir versuchen mal hochzukommen. Es kann nur schief gehen. Ansonsten sehen wir uns noch in der vierten Runde wieder, wenn wir direkt rausgehen sollten. Ja, wir laden mal die APCR. Okay, Burask bleibt stehen, 07. Naja, der 07 kann uns entgegen. Alice fährt unten rum.
Oh, gib Gas. Ja, der Garde kann noch. Und er kommt hoch, der Garde. Oh, scheiß auf. Ja, das war's jetzt. Ich habe auf den Falschen geschossen. Ah, verdammt. Ja, das ist das. Ich hatte ja letztens schon mal Minen im Light. Und das ist das, was ich genau meinte. Du kommst oben an und hast im Grunde keine Hitpoints mehr. Und das ist halt eine Sache, auf die ich... Ja, habe ich keine Lust eigentlich. Und das... Ich fühle ich mich hier auch wieder bestätigt. So, hier kann die Arti hinschießen, wenn wir Pech haben. Und für den Borast sind wir ein One-Shot, okay. Gut. Ja, ich sag ja, hier kann die Arti hinschießen. Ich kenne die Position als Artillerist. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier Proxy bin durch den Emil. Oder ob der... Ja, genau. Danke, dass du, ja. Also, ja, finde ich gut. Finde ich, also, ist immer wieder, bin ich immer wieder dankbar dafür, wenn Leute sich einfach voreinstellen und denken, ah ja, der macht ja da gerade irgendwie nichts. Ja, da brauche ich auch mit APCR nicht drauf schießen. Immerhin ist es mein Spotting. Sind sie unten schon rum. Tja. Die Arti steht dahinter. Knipsert hier den Emil raus. Ja, Kollege, ich hätte gerne auch ein bisschen Platz. Wäre super. Immerhin, der macht mich nicht auf als Heavy, das finde ich schon mal angenehm. Da kommt jetzt ein Even noch durchgefahren. Was macht er denn da? IS-3, oh, in der Base, nice. Artillerie ist offen, der Garde kümmert sich darum. So, der Even 90 ist aber raus, deswegen können wir mal gucken, ob wir... Gun Depression ist hier natürlich. Oh fuck. Der IS-3 ist da ja vorgefahren. Komme ich an den? Yes. Der ging voll durch ihre Panzerung. Zur. Wow. Verdammt. Ja, jetzt snipern wir halt von hier oben, ehe ich jetzt runtergefahren bin. 35 Spot. Der 07. Ich glaube nicht, dass er nochmal kommt. Da steht noch ein SMV. Ja, und da bin ich wieder so unflexibel im Kopf, ne? Dass ich jetzt mich hier oben festbeiße, anstatt dass ich schon viel länger hätte mal runterfahren können. Mich stört aber eigentlich... Also mich stören zwei Sachen. Mich stört am Anfang, dass ich auf den Garde nicht schieße, sondern auf meinen eigenen. Und mich stört, dass ich mich eigentlich wieder meiner Meinung bestätigt fühle, dass wenn ich in Minen auch selbst mit Light hochfahre, ich am Ende, oder was heißt am Ende, am Anfang mit nur noch einem Drittel meiner Lebenspunkte dastehe. Und das irgendwie nicht wirklich cool ist. Und, ja. Also für die Map, ein Kill, 1500 Damage, 546 Spot, bin ich zufrieden, aber, ja, 15-2 auch gewonnen, ne?
Das sind halt die Runden, die man nicht haben will. Selbst als Gewinnerteam nicht, weil du dann meistens zu denen gehörst, die nicht wirklich mit einer guten Leistung dabei rausgehen. Ja. Insgesamt ist es okay. Ja, man merkt meine Unzulänglichkeiten. Das ist okay. Ich konnte was lernen. Zweite Klasse, knapp 1500 Damage. Wir machen auch hier miese, aber das liegt halt primär daran, dass ich auch wieder mit APCR unterwegs war und auch die Premium-Verbrauchsgüter mit 20.000 hier gut zu Buche schlagen. Wir gucken mal noch kurz drauf. Kommandantensichtsystem im ersten Slot. Im zweiten Slot dann pinke Optik und eine pinke Lüftung mit Optikdirektiven, um die mäßige Sichtweite auch nochmal zu pushen und das Kommandantensichtsystem natürlich, um hier auch Gegner in Bewegung bzw. hinter Büschen besser zu spotten. Das Ganze mit den Premium-Verbrauchsgütern macht es dann halt bei einem Nicht-Premium-Panzer auch relativ schnell, relativ teuer, wenn man dann noch bedenkt, dass man bei dem hier auch noch aufgrund der schlechten Standard-Durchschlagsleistung hin und wieder auch mal eine Premium-Granate auspacken muss. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare mal, wie ihr den LTDB hier findet. Klar, zum LP-432 ist das jetzt kein Vergleich, aber er macht einen guten mobilen Eindruck. Die Kanone scheint gut zu funktionieren. Er hat halt, wie gesagt, nicht den besten Tarnwert. Das liegt an seiner Höhe. Aber als meine laienhafte Leiterfahrung oder Ahnung würde ich sagen, er ist ganz grundsolide. Am Ende noch ein kleiner Werbehinweis in eigener Sache. Ihr kennt ja sicherlich meine Becher mit dem Gerda-Emote drauf und meine Untersetzer. Wenn nicht, dann so sehen die aus. Bisher habe ich die Teile immer nur zu speziellen Events verlost, mal zu Weihnachten, mal zu Giveaways im Chat oder so, weil ich gerade für das Emote, was auf dem Becher drauf ist, auch bisher nur die Nutzungsrechte für eine Verlosung hatte. Ich habe die Nutzungsrechte erweitert, das heißt, ich darf den Becher jetzt auch verkaufen, das bzw. euch anbieten, dass ihr das kaufen könnt. Das mache ich hier. Wenn ihr also Lust habt, einen Merch-Becher mit Gerda-Emote von mir zu haben, beziehungsweise auch einen der Untersetzer, dann meldet euch gerne bei mir. Die Untersetzer sind leider stark limitiert. Davon habe ich damals nicht so viele produzieren lassen. Aber wenn die Nachfrage hoch genug ist, kann man da auch durchaus nochmal welche nachproduzieren lassen. Von den Bechern habe ich hier einige. Das ist also kein Problem. Kostentechnisch sind es 5 Euro pro Becher. Oder 5 Euro pro Untersetzer plus 5 Euro Versandpauschale innerhalb Deutschlands. Wenn ihr also Becher und Untersetzer haben wollt, sind das 15 Euro. Beziehungsweise wenn ihr zwei Becher haben wollt, dann sind es auch 15 Euro. Oder je nachdem, na, wie ihr das Ganze kombinieren wollt. Falls ihr daran Interesse habt, falls ihr darauf Bock habt und ihr davon was haben wollt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail. Die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, meine E-Mail-Adresse. Oder eine Privatnachricht über meinem Discord und dann klären wir alles weitere. Also vielen Dank dafür, falls ihr euch melden solltet und darauf Bock habt. Ansonsten geht mein Dank noch raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt: Gemonfan, Kulle, Gorwin, Kirtano, Carbine, Baron und Rohrblitz. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.